als RE 16512 nach Leipzig Hauptbahnhof. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Fahre heute eine RE 50 von Dresden nach Riesa. Dort übernimmt ein Kollege und fährt ihn weiter bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Du fährst heute noch mit der Baureihe 182. Diese soll bald von der Baureihe 146 abgelöst werden. Rüste nun erstmal deine Lok auf und lass die Fahrgäste zusteigen. Die Abfahrt selbst ist dann um 10.14 Uhr. Und damit wünschen sowohl Malte Jensen als auch Think New Fly New eine gute Fahrt. Ja, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen hier im Dresdner Hauptbahnhof. Wir stehen hier bei der Baureihe 182. Lokmotive 010 ist uns heute zugeteilt. Und mit dem wunderschönen Taurus geht es heute gen Riesa. Als allererstes öffnen wir die Türen, lassen unsere Fahrgäste einsteigen und da es hier doch gerade relativ laut im Hauptbahnhof ist, unter anderem weil die Ludmilla hier oben lang zischt, ja, gehen wir direkt in die Lokomotive rein und rüsten auf, was das Zeug hält. Im Führerstand angekommen kommt uns auch schon der Desiro entgegen, die wunderschöne Baureihe 642 dürfte das sein. Und ja, als allererstes aktivieren wir hier im Führerstand den Hauptschalter der Batterie, sodass die Batteriekreise aktiv werden und die Spannungsprüfung hier oben auch noch durchläuft. Als nächstes wählen wir den Stromnehmer Nummer 2 aus. Die Hochabbremsstellung R ist schon eingestellt. Die Türsteuerung wird natürlich auf DB gestellt. Wir haben deutsches Wagenmaterial hinten dran und die Spitzenbeleuchtung auf 3 weiße Lichter und ohne Rücklichter. Die Federspeicherbremse kann auch schon gelöst werden. Die Lokbremse bzw. Zugbremse müsste noch angezogen sein. Der Fahrtrichtungswender wird versetzt in die Stellung M und die Systeme der Lokomotive fahren damit hoch. Als nächstes warten wir noch ganz kurz einen Moment, während die Systeme hochfahren. Wir gehen in der Zwischenzeit kurz hinten in den Maschinenraum hinein, knipsen die Notbremsschleife aus, unsere liebe SIFA, machen eine ganz kurze Prüfung der PZB und LZB. Das scheint soweit zu funktionieren. Okay. Und dann geht es weiter hier vorne im Führerstand. Der Fahrtrichtungswender kommt in die V-Stellung. Vorwärtsfahrt wird ausgewählt. Da das EL-Signal hier unten blau leuchtet, können wir den Stromabnehmer heben. Der schnellt nach oben an den Fahrdraht. Die 15 kV werden als Spannung angezeigt und der Hauptschalter fliegt hinterher, sobald die kleine Raute hier unten oder das Viereck eben blau wird und den Smiley anzeigt. Als nächstes wechseln wir noch von ÖBB-System auf DB unter der Eingabemaske. Lokbremse sollten wir vielleicht noch anziehen, damit uns hier der Zug nicht wegrollert. Gehen auf die Systemumstellung, wählen DB, Deutsche Bahn und das Ganze wird bestätigt und damit verlassen wir wieder die Eingabemaske. Als nächstes die Beleuchtung im Führerstand noch anknipsen. Die Frontbeleuchtung wird ein Stückchen runtergenommen. Da reichen uns die normalen drei weißen Scheinwerfer. Wir brauchen kein Fernlicht an dieser Stelle. Noch dürften die Türen geöffnet sein, genau. Und abgefahren wird in ca. 20 Sekunden. Wir schalten uns noch die AFB hinzu. Und wenn der Aufrüstvorgang dann abgeschlossen ist, kann ich mich auch beruhigen und etwas langsamer sprechen. So, Türen sind zu. Und damit können wir genüsslich aus dem Dresdner Hauptbahnhof abfahren. 50 km pro Stunde werden am Hauptsignal vorsignalisiert. Bremsen gehen alle in Lösestellung. Und damit können wir abfahren. Ach, ganz wichtig, Zugsammelschienen noch einschalten, damit unsere lieben Fahrgäste hinten im Zug auch was sehen, die Klimaanlage genießen können und natürlich während der Fahrt ihre Handys, Tablets und mobilen Wegbegleiter aufladen können. So, das Wechselblinken ist noch aktiv, aber der schöne Taurus ist so intelligent, dass er sogar selbstständig bei 40 km pro Stunde die Leistung abriegeln würde. Wir wollen es uns nicht drauf ankommen lassen und befreien uns deswegen. Wir dürfen es ja auch. Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Wir begrüßen Sie im RE 50 nach Leipzig Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist Dresden Mitte. Genau, in Dresden Mitte wird als nächstes angehalten und da begrüßt uns der liebe Malte auch noch einmal recht herzlich im Szenario. Er ist sowohl Zugbegleiter heute als auch der Szenarioerbauer. Und wenn du dich fragst, wo es das Szenario gibt,
Das ist auf der Webseite unter www.thinknewflynew.de herunterzuladen. An der Stelle gehen auch nochmal liebe Grüße an den Malte raus und vielen Dank für die Bereitstellung des Szenarios. Und wenn du auch allgemein Fragen haben könntest, die etwas öfter gestellt werden, dann schau ruhig mal auf der Kanalwebseite vorbei. Dort findest du auf eigentlich sämtlich häufig gestellten Fragen eine kurze Antwort. Und ja, schau auch gerne mal auf den auf dem Instagram-Kanal vom lieben ThinkNewFlyNew vorbei. Dort findest du auch nochmal ein paar Einblicke in mein persönliches Eisenbahnleben. So, damit aber erstmal genug der Eigenwerbung. Wir dürfen gleich mit 80 km pro Stunde fahren. Und der nächste Bahnhof, der sollte, ich glaube, in rund 5 Kilometern kommen. Nee, keine 5 Kilometer, eher 500 Meter. Da vorne ist er nämlich schon. Wir können auf 80 freischalten mit der AFB. Wir beschleunigen nochmal ein bisschen, auch wenn das jetzt nicht so die vielleicht umweltfreundlichste Fahrweise ist. Nehmen die Leistung raus, greifen hier drüben zur Luftdruckbremse und E-Bremse, bremsen runter und gucken mal, was der Zug so für Bremskraft hat. Mich wundert es gerade nur, dass die Fahrmotoranzeigen hier unten blau bleiben. Ich dachte eigentlich, die werden doch gelb, oder? So, und dann bremsen nochmal. Kurz auslösen, leicht angezogen lassen, Türen auf der linken Seite freigeben. Was piepen die denn da hinten jetzt schon? Und vor allem, wieso piepen die jetzt gerade dauerhaft? Hier hinten nicht mehr, okay. Jetzt hat es auch aufgehört, gut. Ja, nicht wundern, Zugzielanzeige ist heute Virtual Railroads. Passt auch gleich schon zum Wagenmaterial. Das ist nämlich bei Virtual Railroads erhältlich. Die Lokomotive ist von Railworks Austria und handelt sich dabei um die Taurus-Reihe 1116, allerdings hier eben mit dem DB-Überzug, in der DB-Lackierung. Und ja, das Fahrzeug ist erhältlich unter anderem bei Just Trains, beziehungsweise diversen anderen Online-Shops. Ich glaube, Aerosoft müsste sie auch haben. Und ja, so viel dazu. Die Instrumentenbeleuchtung können wir uns noch einschalten. Die hatte ich in der ganzen Eile vollkommen vergessen. So. Messe Dresden. Dresden Mitte. Dieses wunderschöne Anfahrgeräusch von der Taurus-Lokomotive. Ja, bei der 182 haben wir es noch. Bei der 1216 dann später leider nicht mehr. Da entfällt die schöne Tonleiter. Genau, so wird es sein. So, den lieben Kollegen haben wir auch gerade nochmal schnell gegrüßt. Und die E-Bremse wird voll eingelegt. Wir haben schön viel Bahnsteigsfläche zur Verfügung. Und wir halten, naja, ungefähr mal so beim Hallendach. Es regnet zwar nicht, aber ist trotzdem ganz schön. Die Fahrgäste hier direkt bei den Ausgängen oder bei den Treppen rauszulassen. Wir müssen nicht ganz vor bis zur Halttafel. So, Türen freigeben auf der rechten Seite und dann dürfen die lieben Fahrgäste aussteigen.
können uns auch derweil mal ganz kurz hier in Dresden-Neustadt umschauen. Hier drüben stehen ein paar Güterwagen. Vorne dran von TX Logistics. Wahrscheinlich ein 185. Der Desiro kommt auch gerade angezischt. 101er stehen dort vorne. St. Valentin. Okay. So, in Dresden-Neustadt ist der Halt sowieso ein bisschen länger geplant. Das passt ganz gut. Und da fällt mir auch direkt wieder auf. Ja, die KS-Signale, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Da muss ich an der Stelle wirklich DTG mal ganz groß loben. Das haben die echt genial hinbekommen. Auch wenn sie, glaube ich, bei den Signalen auf andere zurückgegriffen haben. Und nicht auf ihre eigenen, ja, ich sag mal, Standardsignale. Mir erscheinen die nur tatsächlich hier ein bisschen hoch in Dresden-Neustadt. Also wirklich auf Oberleitungshöhe, das ist relativ selten. Ich hätte jetzt doch ein bisschen, naja, vielleicht niedriger eingeschätzt. Genau, erste Klassebereich haben wir auch im Zug mit drin. Ist hier gelb markiert. Man sieht es sogar schon von außen. Denn bei den Plätzen, wo eben der erste Klassebereich beginnt, haben wir so wunderschöne weiße Kopflehnen. Und ja, der nicht erste Klassebereich, der hat eben die Kopflehnen aus Kunstleder. Wobei ich jetzt da an der Stelle nicht unbedingt vielleicht den Aufpreis verstehen könnte. So, Dresden-Neustadt. Ja, wir verlassen dich mittlerweile schon wieder. Die Türen sind geschlossen, die Bremsen können gelöst werden. Die Türverriegelung ist auch schon von alleine reingegangen, okay. Und dann können wir abfahren. E-Taste drücken, Leistungswähler damit entsperren und weiter geht's. Ich glaube, damit verlassen wir jetzt auch das Stadtgebiet von Dresden schon. Nächster Halt ist dann Radebeul Ost auf Gleis 1. Wie weit ist denn das? Keine 0,6 Meter. 6 Kilometer. Das passt schon eher. Und Zugkraft freigeben. So, und wenn wir die 80 gleich auch erreicht haben, sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier auf die E-Bremse nochmal zugreifen können. Boah, nicht die Bremse ziehen, das wollte ich nicht. So, mit 80 geht's weiter. Wenn wir schon unter so schönen Brücken hindurchziehen, dann bitte auch von außen nochmal ganz kurz drauf zurückschauen. Und ich muss sagen, das hat schon was. So diese Zugkombination aus Taurus-Lokomotive vorne dran und Dostos hinten, das sieht echt schön aus. Und passt auch richtig gut von der Form, wie ich finde. Weil das sieht damit aus wie, naja, eine relativ einheitliche Doppelstockzug so. Ich meine, gut, die Höhe passt nicht ganz, aber hier oben dieses, naja, halbgraue Lüfterband mit dem grauen Dach von den Dostos, dann, ja, der rote Hals von der Lokomotive mit den Wagen hinten dran und hinten ebenfalls der Steuerwagen, der ist ja auch in einer ähnlichen Farbgebung, auch nochmal mit diesem grauen Latz bis hier runtergezogen. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und wir dürfen Höchstgeschwindigkeit fahren, 160. Die Lokomotive selbst müsste auf 230 zugelassen sein. Genau, steht dann nochmal oben drin für die 1116 der ÖBB. Ja, liegt halt daran, dass es eigentlich die ÖBB-Lokomotive ist, die unten drunter steckt. Aber ich muss ganz kurz gucken, wegen den Wagen hinten dran, wie schnell denn die unterwegs sein dürfen. DBZFA, na, gute Frage. Wie schnell dürfen die? Es könnte jetzt sein, dass die nur für 140 sind. Es könnte auch sein, dass die für 160 sind. Ich tippe auf 160. 10,25 haben wir es. Der Halt ist geplant für 10,28. Okay. Oh, es ist gelb, es ist gelb, es ist gelb. Liebe E-Bremse, du bist ja sowieso noch entkoppelt. Dann zeig mal, was du kannst. PZB, wachsam.
Na, hat da wer umgeschalten? Ich kann das Signal leider noch nicht sehen. Da vorne blinkt zwar was. Und es ist auch zu ahnen, dass es umgeschalten hat. Und zwar genau in dem Moment, wo wir drüber sind. Ja, das ist unser Signal. Aber dennoch weiß ich nicht, was es bisher anzeigt. 50. Ja, die kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, was macht Blinke Blinke? KS1. Aber trotzdem hätte doch dann das ZS3V vorne auslösen müssen am 1000 Hertz Gleismagneten. Na gut, dann eben hier. So, die Prüfgeschwindigkeit 85 haben wir längst schon unterschritten. Es könnte lediglich noch ein 500 Hertz Gleismagnet kommen, der uns dann eben am HP0 auf unter 45 zwingt. Aber sowohl bis zum 500er als auch die paar Meter, die wir danach noch haben, laut der Bremskurve. Bis dahin ist noch genug Zeit und vor allem genug Weg. Deswegen brauchen wir uns hier jetzt noch nicht verrückt zu machen. Ganz wichtig hier auch bei dem EL-Signal gerade. Es müsste das EL6 sein. Immer aufpassen, wo der Pfeil hin zeigt. Denn in das Gleis, wo der rein zeigt, dort hängt für Elektrolokomotiven keine Oberleitung. So, der Bahnhof müsste dort vorne kommen. Ostausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, okay. Es heißt Radebeul. Wahrscheinlich. Nicht Radebühl. Da lächelt uns was rot an. Und nein, das ist nicht der Kollege auf einer 182. Im Gegenteil, dort vorne kommt die NIAG wahrscheinlich, die Niederrheinische Verkehrs AG. Genau, mit der Lokomotive 14. So, und am HP0 wird für uns angehalten. Genau, dann hätten wir hier auch auf der rechten Seite noch einmal die Schmalspurbahn. Das müsste eine Dampfeisenbahn sein, die hier verkehrt. So, und dann halten wir an. Ich bin nur gespannt, von was wir jetzt hier überholt werden. Welcher Zug läuft uns hier den Rang ab? Kann ja eigentlich nur ein weißer Wurm sein. Eine andere, höhere Zugpriorität, das sollte sich eigentlich nicht auf dieser Strecke antreffen lassen. Ich gucke schon mal ganz kurz nach hinten. Da leuchtet auch der Gegengleisanzeiger am HP0 dort hinten. Es kann auch sein, dass es einfach ein Gegenzug ist, der hier auf dem Gleis unterwegs ist und der Train Simulator sagt mal wieder, ja, dass auch die Züge in der anderen Fahrtrichtung grün kriegen sollen. Das macht er manchmal gerne. Ja, aber hier drüben jedenfalls nochmal der Bahnhof für die Schmalspurbahn. Radebühl oder Radebeul Ost. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild so. Mit dem etwas älteren Schild hier noch. Kleines Wartehäuschen. Sonderzug. Da wird dann jeweils hochgeklappt, eben was gerade fährt. Wahrscheinlich auch manuell. Und ein kleines Wartehäuschen gibt es auch noch oben drauf. Das sieht man, wenn ich es so anschaue, nach naja, 750 mm würde ich jetzt mal tippen, Schmalspurbahn aus. Die Depot ist hier hinten. Ganzen Gleise auch alle ordentlich verlegt. Ja, teilweise auch schon dem Verfall gewidmet. Und da müsste es dann, ich glaube hier nach rechts, in Fahrtrichtung aus der Stadt rausgehen. Genau. So, wir gehen wieder in den Führerschein zurück. Der Halt ist angeplant bis 31, also haben wir noch eine Minute. Danach, ja, okay. Passiert schon, Punkt, genau. Sonst hätte ich einen Hörer in die Hand genommen. So, E-Bremse ist in Lösestellung. Luftdruckbremsen am Zug können wir auch schon lösen. Die Lokbremse lassen wir angezogen.
Oh, und ich sehe gerade, wir haben den Zugzielanzeiger am Bahnsteig mitgenommen. Der ist zu kurz. Zu lang. Der steht ins Lichtraumprofil vom Gleis rein. Ja, auf beiden Seiten. Aber das könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die hier modifiziert sind für das Szenario. Damit das eben hier richtig schön aussieht. Und da merkt man auch nochmal wirklich, dass sich der Malte da richtig Mühe gegeben hat. Sogar die Zugzielanzeigen am Bahnsteig hat er mit eingebaut. So, Türen sind zu. Die Verriegelung wird auch noch reingegeben. Die Lokbremse geht in Lösestellung. Und dann heißt es für uns E-Taste drücken, Fahrschalter freigeben und Leistung auf. Und jetzt nochmal schön den Sound genießen. So herrlich, wirklich. Mit 250 Kilonewton anfahren. Echt genial. Aber ja, der Taurus kann das. Für die Fahrgäste hinten, ja gut, vielleicht nicht allzu angenehm, wenn wir gleich 250 aufschalten. Ein bisschen weniger hätte es da auch getan, aber bei so einem schönen Fahrzeug, das muss man einfach mal machen. Wie steil der auf die 160 zugeht. Ach nein, wir dürfen ja nur 120 fahren, gar nicht gut. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Hohohoho. Extreme Geschwindigkeitsübertretung. Das ist gar nicht gerne gesehen. Weder von uns noch von unserem Vorgesetzten. So. Aber wie gut, dass wir hier im Simulator unser eigener Chef sind. So, nächster Halt. Coswig. Coswig auf der Strecke? Ach, okay. Dann gibt es zwei Coswigs. Okay. Demnach gibt es einen Coswig in Sachsen und eins in Sachsen-Anstalt. Genau. Weil in Coswig war ich erst. Da bin ich selbst mit dem Zug durchgefahren. Und das war zwischen Lutherstadt-Wittenberg respektive Piesteritz, beziehungsweise dem Bahnhof von Dessau. Dessau-Roßlau, wohlgemerkt. Liebe E-Bremse, ich möchte dich alleine haben. Gib dich frei. Wieso möchtest du denn nicht? Die möchte echt nicht. Na, was wird denn das? Wird wahrscheinlich nichts, weil sie sich nicht freigeben lassen möchte. So, wir können auf bis zu 85 km pro Stunde beschleunigen. Der 1000er ist noch aktiv. Drüber gehen dürfen wir noch nicht, erst wenn wir uns befreit haben und die Stellung des Signals erkennen können. Und das können wir und deswegen können wir jetzt freidrücken. So, Coswig 1 Kilometer, okay. Brauche ich aber auch da gleich die E-Bremse. Och Menno, dass sie sich nicht freigeben lassen möchte. Und auch hier wieder. HL-Signal macht Blinke-Blinke. So, demnach haben wir Langsamfahrt zu erwarten. Ach, das ist dann hier schon der Abzweig, okay. 185 sind wir auch schon. Alles gut. So, was kriegen wir denn vor die Nase gesetzt? Das leuchtet grün-gelb.
Na, was ist es, was ist es, was ist es? HL3A, oder? Nein, HL3B. Genau, dann geht's mit 60 weiter. Und in den Bahnhof von Coswig rein. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Bestätigung. Wer es genau weiß, dass es zwei Coswigs gibt, gerne nochmal unten in die Kommentare hineinschreiben. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil das Coswig, wo ich war, das lag zwischen Dessau und Lutherstadt-Wittenberg. Und da die Strecke eigentlich auch ziemlich ja, originalgetreu hier von DTG nachgebaut wurde. Jetzt haben wir die E-Bremse. So, hier kriegen wir direkt noch ein HL1. Da steht eine 110er Tafel. Die dürfen wir sicherlich nicht ausfahren, aber... Oder beziehungsweise bringt uns auch gar nichts, die auszufahren. Da vorne kommt sowieso der Haltepunkt. Oder Bahnhof. Grüß dich, Kollege auf der Ludmilla. Na? Na gut, jetzt ist es zu spät. Machen wir es so. Das hört er noch. Teil 1 gefällt mir sowieso. Aber gebogene Bahnsteige nicht so. Ja, genau aus diesen Gründen. Mit der Lokomotive können wir sowieso ein Stückchen weiter vorne halten. Das ist kein Problem. So, Bremse bleibt noch angezogen. Die Türen werden auf der rechten Seite freigegeben, sodass unsere lieben Fahrgäste aussteigen können. Coswig bei Dresden, ja. Deswegen wird es auch wahrscheinlich nochmal mit dran geschrieben. Das andere wird dann Coswig in Klammern Anhalt sein. Oder Sachsen-Anhalt. Genau. Eins in Anstalt und eins in Sachsen. Meißen-Triebstahl. So, hier gehen sie schon zu. Und es geht weiter. Türe zu. Und Abfahrt. Nochmal kurz gucken, dass keine zwischen Bahnsteigkante und Zug hängt. Und dann können wir abfahren. Tschüss, liebe Fahrgäste. Viel Spaß noch. Oh, es ist echt schön. Ich mag die HL-Signale so, einfach aufgrund ihrer Komplexität auch und eben, weil man sie nicht mehr allzu oft sieht und sie größtenteils schon, ja, eigentlich abmontiert sind. Was nicht heißen soll, dass es kaum noch HL-Signale gibt, aber doch schon deutlich weniger als vor, ja, sagen wir mal 10 Jahren. Wir bekommen nochmal HL1 und können weiterziehen. Nächster Haltepunkt ist Weinböhla in roundabout 3,3 Kilometern. Ja, also ungefähr beim Streckenkilometer 97. Ungefähr. Und da kommt wieder eine schöne Trax entgegen. Wir grüßen. Und? Was macht's? Signal? Ja, macht gar nichts. Ist die Rückseite vom Signal. Da kann nichts leuchten. Da kann nichts leuchten. Also wirklich, ich liebe das Szenario jetzt schon. Es macht richtig Spaß, einfach mit dem Taurus hier übers Gleis zu zischen. Und das ist auch eine Lokomotive, die bringt halt die Leistung um den Zug so schnell wie es geht. Oh, war da irgendwas angezeigt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Dort vorne leuchtet es grün. Ja, ist halt auch eine Lokomotive, die entsprechende Leistung bringt, um A, so schnell zu fahren und B, auch so schnell zu beschleunigen. Und das ist, wie ich finde, eine wirklich geniale Kombination. Nächster Halt, Weinmöhler, Umstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Da sind wir jetzt doch relativ rasant drauf zugefahren. Aber das klappt schon. E-Bremse voll rein. Wir speisen noch ein bisschen Energie zurück. Und die Luftdruckbremse. Die bleibt erstmal noch leicht angelegt und wird gleich nachgezogen. So, alle Wagen sind am Bahnsteig und dann können wir hier direkt an der Halttafel anhalten. Türen rechts freigeben und mit der Taste T nochmal die Quittierung hinterher, sodass die Fahrgäste auch wirklich rein können. Ja, die Taurus-Lokomotiven der Baureihe 182, angestellt in Realität bei DB Regio, sind aktuell im Großraum Berlin zu finden. Und ich dächte auch im westdeutschen Raum. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Gegebenenfalls sogar noch um München herum. Aber auch das keine hundertprozentige Aussage. Jedoch bin ich mir bei Berlin zu 100% sicher. Türen werden verriegelt. Abfahrt wird schon freigegeben. Die Bremsen werden gelöst. Und wenn die lose sind, ja, dann können wir nicht bremsen. Deswegen lösen wir sie nur am Zug. Und wow, die Türen sind noch offen. Wollen die jetzt nicht zugehen? Wieso wollen die nicht zugehen? Ich möchte gerne abfahren. Jetzt. Der Schaffner hat geschlafen. Die reagieren wahrscheinlich auf Pfiff. So, Leistung ausschalten und ab zum nächsten Haltepunkt. Wir müssten ja eigentlich noch relativ im Plan sein, oder? 41 war die Ankunft geplant. Na gut, das ist 43. Geben wir mal ein bisschen mehr Leistung. Boah, 280 Kilonewton. So, nächster Bahnhof muss 44 erreicht werden. Ja, das wird wohl nichts. 20 Sekunden noch. Wir können uns dennoch beeilen. So, der Höflichkeit halber die Kollegen von der MEG grüßen. Immerhin ist eine Tochter von der DB. So, E-Bremse voll rein. Was ein Glück, dass wir das ja mittlerweile sogar auch, ich glaube, laut Regelwerk dürfen. So, wir klicken noch ganz kurz Ja. Zum Zwischenspeichern. So, wie viel Verzug haben wir? Es ist sogar noch 44. So. Man hätte jetzt vielleicht schon beim... gar nicht gut. Ja, wir hätten schon an der Halttafel halten sollen. Und nicht so weit vorne, da habe ich jetzt echt gepennt. Aber na gut, Signal war ja so oder so auf grün. Hier vorne ist auch noch ein Bahnsteig. Und in Niederau können sie auch so noch aussteigen. So, kriegen wir ein X oder? Ja, wir kriegen wahrscheinlich ein X. Ja, ein X. So, Türen zu. Sind sie auch. Leistung auf und weiter geht's. Nächster Halt
Ja, Priesteritz. Ich dachte jetzt schon Piesteritz. Nee, Piesteritz ist woanders. Bei, ja, auch bei Luderstadt-Wittenberg. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zeit wieder reinholen. Deswegen gerne auf die 120. Und das möglichst schnell. Aber dennoch natürlich so, dass der Zughaken nicht reißt. Aber nein, das sollten wir eigentlich nicht hinbekommen in der Kombination. Die Tauri hat zwar ziemlich viel Zugkraft, aber bei den vier Wagen sollte das dann eigentlich nicht der Fall sein. Sieht so schön aus. Diese knallrote Lok und, ja gut, die nicht vielleicht ganz so knallroten Wagen, aber dennoch die verkehrsroten Wagen hinten dran, das sieht echt schön aus. Was leuchtet denn da oben? Da führt doch eine andere Strecke lang, oder? Werden wir in eine Hufeisenkurve geleitet? Ach nein, hier gibt es zwei. Oh! Es gibt zwei Strecken. Wieso realisiere ich denn das jetzt erst? Ey, stimmt, hier waren wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht. Beim letzten Mal müssten wir über die obere Verbindung gefahren sein, oder? Ich weiß es jetzt echt nicht genau. Genau, da müsste hier oben dieser Abzweig gewesen sein, den wir genommen haben. Ja, ja, das ist ein neuer Streckenzweig, den wir jetzt hier tatsächlich sehen dürfen. So, aber nicht so viel nach Strecken gucken, sondern eher nach Bahnhöfen. Am Ende brausen wir sonst noch durch. Haltepunkt in, ach, okay, 7 Kilometern. Alles gut. Da können wir noch ein kurzes Nickerchen machen. Nee, aber ich wollte unbedingt mal noch gucken, ob wir die E-Bremserhöhung aktiviert haben. Die ist aus. Die ist aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir die in Deutschland... Ich glaube nämlich, in Deutschland durften wir die nicht einschalten. Ich glaube nämlich, die war nur für die ÖBB bestimmt. Beziehungsweise andere Länder, in denen die ja, erhöhte E-Bremskraft verfügbar ist. Aber ich glaube, Deutschland zählt nicht dazu. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben genug Bremskraft mit den paar Wägelchen hinten dran. Und die Druckluftbremse, die wirkt auch so gut in der Bremsart R, dass wir da echt nicht meckern können. So, jetzt scheint es hier doch relativ frei so zu sein, das Umfeld. Wirklich genial, echt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist so, wenn man alt wird. Boah. Total genial. Wirklich. Baustoffzug wahrscheinlich. Sicherlich beladen mit Schotter. Ja, kommt hin. Das kommt hin. Der Bahnhof ist noch nicht in Sicht. Tauchen dort vorne Signale auf? Bisher nicht. Und dann gehen wir an der Stelle nochmal ganz kurz in die Außenansicht. Und wieder rein. So, hier drüben wechseln wir auch wieder aufs Grundbild zurück. Die Eingabemaske verschwindet wieder. Und das Signal sagt freie Fahrt. Mich würde aber wirklich mal noch interessieren, was wir vorhin vor der Nase hatten, dass wir da HP0 reingesetzt bekommen haben. Oder ob die Fahrdienstleitung einfach nur noch nicht den Fahrweg gelegt hat. Kann ja auch sein. Wenn der im Stellwerk geschnarcht hat
und sich um einen anderen Zug oder um eine andere Angelegenheit kümmern musste, dann ist da natürlich auch ein rotes Signal irgendwann im Weg. Und ja, das löst sich ja nicht immer von alleine auf, sagen wir es mal so. Wenn die automatisch gelegt ist, die Fahrstraße, dann ist es was anderes. Na, mal gucken, ob wir es schaffen, während der gesamten Fahrt rund 10% an Energie wieder zurückzuspeisen. Weil ich denke mal, auch mit der E-Bremse können wir durchaus den Zug so weit runterdrücken in der Geschwindigkeit, dass wir mit der Druckluftbremse dann nur noch die letzten paar kmh runterbremsen müssen. So wie das eben jetzt der Fall ist. So, Türen freigeben. Einmal rechts bitte. Zwischenspeichern können wir auch noch machen. Und dann gucken wir nochmal zu unserer Lokomotive. So, sind wir wieder im Fahrplan. 51 und 51. Nee, auch noch nicht so ganz. Wenige Sekunden noch im Verzug. Aber das könnten uns die Passagiere noch verzeihen. Wir werden es gleich sehen. Priestwitz. So, Türen zu, Bremsen. Alle in Lösestellung. Die E-Bremse geht am schnellsten, weil da nur was umgeschaltet werden muss. An den Fahrmotoren. Und dann schalten wir Leistung auf und zischen aus dem Bahnhof raus. So, da oben ist grün. Und jetzt legt man wirklich ganz nach vorne. Schon wieder 280. Nächster Halt, Nünchritz. Ja, was vielleicht echt noch genial gewesen wäre, wenn man hier in der Lokomotive vielleicht so ein bisschen ja, in der Kabine, wobei das eigentlich relativ schwierig sein wird wahrscheinlich, nur für so eine ja, DB-Modifikation, wenn man dann eben wirklich den Führer schon noch so ein bisschen auf DB angepasst hätte. Weil klar, hier oben die Plaketten, das ist halt alles auf Österreich ausgelegt. Wir haben hier das A für Austria, ÖBB als entsprechender Fahrzeugbesitzer oder Fahrzeughalter. Und die Reihe 1116 eben als österreichische Baureihenbezeichnung. Genauso wie der Zettel hier oben für die Bremshundertstel. Das ist alles eben auf den ÖBB-Loks so enthalten. Ja, hier hinten gibt es jetzt keine so wirklichen Besonderheiten, was ÖBB und DB angeht. Der Umschalter auch für die Türsteuerung müsste bei beiden vorhanden sein. Was die LZB-Ausrüstung angeht, die ist ebenfalls auf den ÖBB-Maschinen vorhanden wie auf den DB-Maschinen. Und ja, gelinde gesagt sind halt die Taurus-Generationen 1 und 2 in Deutschland mehr oder weniger als 182 bekannt und die Taurus-3-Garnitur als Baureihe 183. Unter anderem anzutreffen beim Alex. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon, was 183er angeht in Deutschland. Der Rest verkehrt unter der Flagge der 1216er Serie. So, wir beschleunigen auf 130. Wir sind sogar mal so, dass wir auf 135 gehen.
wir hier ungefähr die Geschwindigkeit haben, um eben die Zeit wieder reinzufahren. Haben die ehrlich auf dem Feldweg hier eine Leitplanke gezogen? Also, wer jetzt hier vielleicht aus der Umgebung ist, wäre cool, wenn ihr mal drunter schreibt. Wir müssen es zwar nicht quittieren, aber... Also, ob da wirklich eine Leitplanke bei dem Feldweg aufgebaut wurde, oder ob das jetzt hier einfach nur schief gelaufen ist, vielleicht im Simulator. Aber ich könnte es mir tatsächlich wirklich vorstellen, dass da jemand eine Leitplanke hingesetzt hat. Allein was so eine Leitplanke kostet, ich glaube, so ein Meter, der ist relativ teuer. Auf jeden Fall dächte ich im dreistelligen Bereich. Und dort vorne steht ein Eisenbahnkran. Genau, der Krupp-Gleiskran. Nein, das sind sogar zwei. Das ist nicht nur einer, das sind zwei Stück gleich. Oh, wir fahren zu langsam. Gar nicht gut für den Fahrplan. So, Nünchritz. Wir haben es 10.56 Uhr. Wir gehen mal von 57 aus. Oh, wir könnten es schaffen. 57 ist Ankunft, 58 Abfahrt. Challenge accepted. So, ein Kilometer noch. Bei 600 Metern fangen wir an mit Bremsen. E-Bremse wird dann voll eingelegt. Ach, wobei, 500 reichen auch. Ja gut, wir haben 120 auf dem Tau. Nee, komm, sicher ist sicher. Schaffen wir. Alles gut. Das klappt wunderbar. Ich weiß, ein bisschen unangenehm für die Fahrgäste, aber hey, ihr wollt pünktlich sein. Ja, nicht im Füllstoß verbleiben. Das will ich auch nicht. So, Lokbremse ist angezogen, Türchen sind offen, die Fahrgäste hüpfen rein und raus, ganz fröhlich und ganz wild, wie bei der Gummibärenbande. Und dann geht's gleich weiter. So, 58 haben wir's. Ja, komm, gib mir ein Häkchen. Nein, wir kriegen ein X. Naja, markierten Schatz. Keine Ahnung. Also für irgendwas findet er wahrscheinlich immer eine Möglichkeit, da ein X reinzudrücken. Viel schneller können wir uns doch jetzt nun echt nicht noch auf der Schiene bewegen. Das ist schon ein sehr straffes Tempo, mit dem wir hier unterwegs sind. Glaubnetzgleis 2. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Da brauchst du echt kein Musikinstrument mehr zu Hause. Kannst du so eine Taurus ins Wohnzimmer stellen? Meinetwegen auf der Eisenbahnanlage, auf der Modellbahn. Vielleicht auch eine echte, wenn du so viel Platz hast. Dann einfach die Tonleiter rauf und runter laufen lassen. Das ist wirklich wie ein Konzert. Oh. Nächster Haltepunkt kommt. Da ist ja noch ein ganzes Stückchen. Oh, 300 Meter.
Das könnte schief gehen. Das war wirklich ungut. Nein, klappt. Das klappt. Das klappt. Jetzt nur noch gut die Bremse steuern. Dann bleiben wir auch direkt am Haltpunkt stehen. So, auslösen. Ja gut, mit ungefähr 2 Bar angehalten. Das ist zwar ein bisschen härter, die Landung, aber das klappt. So, Lockbremse anziehen, E-Bremse lösen, Türfreigabe auf der rechten Seite. Haben wir die überhaupt rausgenommen? Ich glaube, die war dauerhaft auf Freigabe gestellt. Ja, in der Eile passieren Fehler. Sollte aber nicht. Wir haben es 11 Uhr. Und natürlich auch zuletzt nochmal ein X. Auch wenn es immer noch 11 Uhr war, als der Schaffner schon gepfiffen hat. So. Und auf geht's. Wahrscheinlich in den letzten Bahnhof. Und damit nach Riesa. Wir sind gespannt und bleiben es bis zum letzten Meter unserer Reise. 11.05 Uhr. Vielleicht kommen wir ja da pünktlich an. Mal gucken. Ach, schon wieder. Hast du nicht gesehen. So, die elektrische Schutzstrecke kommt. Und damit das EL1V. Jetzt bin ich gespannt, ob die Spannung absinkt, wenn die Schutzstrecke nicht durchgeschalten ist. Ach nö, die ist durchgeschalten. Menno. Oder? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Müsste ausmachen. Raus mit der Leistung. Ah, doch, ist durchgeschalten. Das kostet uns jetzt Zeit. Komm, liebes meine Tafel, werde blau, werde blau. Bitte, bitte. Danke. Und weiter geht's. Ach Mensch, das hat uns jetzt nochmal wertvolle Sekunden gekostet. Aber so schlimm ist es ja doch nicht. Wir bekommen am Ende eh wieder ein X. So, dann kommt bestimmt auch gleich wieder die schöne ICE. Tafel. Die gibt es übrigens nur auf ehemaligem Reichsbahngebiet, also in Ostdeutschland. In Westdeutschland gibt es die ICE-Tafel nicht. Die ICE-Tafel ist wirklich ja, den Ossis vorbehalten, könnte man sagen. Das ist wirklich eine Rarität. Und ich glaube, allzu oft ist die ja gar nicht aufgehangen. Auf Berlin-Leipzig hängt sie zum Beispiel im Simulator nicht, soweit ich weiß. Ob sie da jetzt in echt hängt, kann ich dir so nicht verraten. Ich glaube, durch die Schutzstrecke müsste bei Delitzsch sein. Bin ich so... Ich glaube, noch gar nicht gefahren, nee. Aber auf jeden Fall, die Schutzstrecke, die existiert dort auch in Realität. So, und auch hier geht es weiter mit HL1. Freie Fahrt. Aber das wird sich gleich ändern. Ich denke mal am nächsten Vorsignal. Nein, auch da noch. Auch da noch HL1. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit. Und ja, Dresden-Riesa ist eine wirklich schöne Strecke. Wir werden noch ein paar öftere Male hier fahren. Ist definitiv nicht das letzte Mal. Und da haben wir eine Ankündigung für HP0. Unser nächster Halt ist dann Riesa. Dort könnt ihr umsteigen zur RB 45 nach Elsterwerda. Diese fährt von Gleis 1 um 11.15 Uhr. Außerdem zum Intercity 2440 nach Köln Hauptbahnhof. Dieser fährt von Gleis 3 um 11.58 Uhr ab. Ausstieg in Fahrtrichtung X. Ist auch cool, dass es für das Signal eine Ankündigung gab. Ab hier gelten 60.
Also das haben sie noch nicht so richtig gut gelöst, würde ich meinen. Das hätte so eigentlich nicht dastehen dürfen. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, heimtückisch bei dem HL, ich glaube 9 ist das gewesen jetzt. Beziehungsweise, warte mal. Hat's gelb geblinkt? Ich glaube. Nee, das hat starrgelb geleuchtet. Starrgelbes Leuchten, gelbe Leuchten unten drunter. Und gelber Lichtbalken, das müsste HL12B sein. Das ist auf jeden Fall HP0 erwarten und aber trotzdem halt, ich glaube, nee, das ist Geschwindigkeit auf 60 ermäßigen. Wobei doch, die müssten auch ab dem, ja, auch ab dem Signal gelten. Von daher müsste da eigentlich eine Vorsignalisierung kommen, würde ich meinen. Jedenfalls, sei es drum, das HL-Signal mag jetzt vielleicht nicht richtig funktioniert haben. Dennoch finde ich die Strecke richtig top, den Zug richtig top. Das Szenario hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wie gesagt, ist erhältlich über www.thinknewflying.de, kostenlos im Downloadbereich. Und dann würde ich mal sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen hoch, Kanal abonnieren, ist kostenlos. Und ja, fleißig in die Kommentare tippen. Bis zum nächsten Mal. Dein Think New, Fly New.